Wir fahren zu die Hofschneider-Dirndln. Hallo. Ihr seid ja schon online auf der App, ne? Ja, aber natürlich. Schauen wir mal, ob es das überhaupt stimmt, was da in der App drin ist. Schauen wir mal, ob wir die Käferbohnen finden, hätte ich gesagt. Natürlich gleich mal folgen. Oberknase wollen wir nicht. Bildton wollen wir. Ab die Post. Wir fahren zu den Hofschneider-Dirndln. Zu den Pink Ladies. Und zu den pinken Automaten eigentlich. Sie haben ja auch den Wiftsack-Preis gewonnen, bei dem wir auch mitmachen werden dann in Zukunft. Bin ich gespannt, was sie uns da zum Erzählen haben. Wir sind ein bisschen spät, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Hallo! Hinter der Kamera ist der Wolfi. Servus! Das ist die Christina und die Steffi, glaube ich, gell? Genau. Ja, meine Schwester heißt auch Steffi. Ah, okay. Das kenne ich, glaube ich, schon sechs in Summe. Aha. Ein beliebter Name. Ja. So, erklärt mal uns, wo sind wir da jetzt? Wir sind da gerade in Wildon, das ist unser zweiter Automat. Unsere Automaten kriegen alle Namen, das heißt, der zweite ist die Chrissy, das bin ich. Der erste steht in Gnas, das ist die Steffi, der dritte ist in Graz, das ist die Julia, unsere kleine Schwester, und der vierte ist in Postdorf, die Marianne, unsere Mama. Und genau, den haben wir aufgestellt im September letztes Jahr. Und genau, und da bieten wir unsere regionalen Produkte an. Wie lange gibt es den schon seit September? Den gibt es ja seit einem halben Jahr ungefähr. Also, das macht ihr selber, glaube ich, gell? Mhm, den machen wir selbst, also die Automaten, die beziehen wir von einer Kärntner-Firma. Und die Hütten rundherum bauen wir bei uns in der Firma. Also unsere Eltern haben einen Stahlhalmbaubetrieb und die haben das so geplant und gebaut. Ja. Und jetzt schaut es so aus, wie es ausschaut. Und was habt ihr da für eure Produkte alles drinnen? Ja, bitte. Also wir haben da Säfte, Eier, Milch, Mehlspeisen, Fertiggerichte im Glas, Backmischung, Nudeln, ja, Reis vom Nachbarn. Ja, wir schauen halt, dass wir wirklich einen großen wirklich von den Bauern von uns von der Region beziehen, beziehungsweise wenn wir irgendwann Automaten aufstellen und jemand kommt auf uns zu, dann schauen wir immer, dass wir den mit einbinden oder wenn sie es fragen, dann versuchen wir natürlich auch irgendwas von der Region direkt einzubinden. Und ja, dann versuchen wir die Produkte alle zusammen, die kriegen wir entweder geliefert oder wir holen es ab und dann bringen wir das Herz im Automaten und füllen auf. Was man nicht vergessen darf, ist unser Kernöl. Das ist auch drin. Ja, stimmt, das eigene Produkt der Mapa, das sind ein Kürbiskernöl, dann ein Apfelsaft, Mehlspeisen machen wir selbst und Kürbiskernbester. Genau, den Rest beziehen wir. Also müsst ihr ja wissen, wann sind die Produkte leer oder? Man muss sagen, das ist alles mit dem Internet verbunden. Das heißt, wir sehen immer, was ist aktuell verkauft worden, was ist noch drinnen und so planen wir dann auch unsere Routen. Das heißt, wir drucken uns dann Listen aus, bocken genau nach dem ein und dann fahren wir unsere Runde und füllen wieder auf. Alles haut super hin, also man sieht wirklich immer alles genau, man kann Auswertungen fahren. Ja. Also, und wir wechseln das Sortiment, glaube ich, auch immer ein bisschen, was du erzählt genau. Hast, ne? Genau, also können wir saisonal ein bisschen was Neues einstellen. Beziehungsweise ja, immer wieder bevor neue Produkte. Ja. Da werden wir mal schauen, also ihr seid ja schon online auf der App, ne? Ja, aber natürlich. Und wir sind auch mit der App hergefahren, also weil ich den Ding nicht eingeben habe. Also hat gut funktioniert. Das passt. So. Alles richtig gemacht beim Eingeben in dem Fall. So ist es. Ist in jedem Automaten eigentlich das Gleiche drinnen? Nicht zu 100%. Wie gesagt, okay. Wir schauen einfach, dass wir ein paar direkt lokale Sachen auch immer drin haben. Das heißt, in Gnas zum Beispiel haben wir fast nur Gnaser-Produkte drinnen. Und da haben wir jetzt auch ein bisschen was von Wildona drinnen. Und so versuchen wir das immer ein bisschen abzuwechseln. Okay. Aber grundsätzlich habt ihr natürlich irgendwie ein bisschen eine Vorstellung, was für Produkte, dass ihr gerne, so für Mischung ihr halt gerne hättet, ne? Genau. Ja, wir haben immer so eine Grundbestückung und dann versuchen wir ein bisschen abzuwechseln. Man muss auch sagen, jedes Produkt geht nicht in jeden Automaten, oder? Mhm. Es werden auch andere Produkte viel mehr nachgefragt an anderen Automaten. Das merkt man dann, wenn man es aufgestellt hat. Genau, oder? So ist es. Dann. Schauen wir mal, ob es das überhaupt stimmt, was da in der App drin ist. Schauen wir mal, ob wir die Käferbohnen finden, hätte ich gesagt. So. Das sieht dann cool aus, ja? Was ist das? Das ist Kaffee. Ach, Kaffee? Genau, der wird in Graz geröstet.
Eine wirkliche Kaffeebohne? Ja. Weil es gibt ja auch diesen Steirer Kaffee. Das ist ja so, ja. Mit Lupinen wird das gemacht, ne? Ah, ja. Aber das ist wirklich Kaffee. Das ist wirklich Kaffee, der wird in Graz geröstet und dann wird das aufgebacken und gemacht. Was hab's denn lieber? Weil wir Käferbohnen in der Dose auch haben. Ah ja, schau. Oder trockene. Nein, wenn wir trockene. Was hab's denn lieber, Karten oder? Ganz egal. Ist wurscht, okay. So toll, das funktioniert. So, Banknoten eingeben oder Münzen einwerfen. In der Schule, heißt das nicht früher. So, und jetzt? Jetzt hast du einen Kredit. Hast du es vergessen? Naja. Perfekt. Ja, wir haben aktuell eigentlich, muss man sagen, über 70 Produkte dabei und ungefähr 35 Direktvermarkter bzw. lokale Betriebe. Also wir haben auch einen Gastwirten von uns daheim dabei, einen Freischau und so. Also wirklich entweder lokale Betriebe oder sonst wirklich Direktvermarkter. Und jetzt gibt es euch quasi auf der App mit alle Standorten, die ihr betreibt. Was ist so das Ziel danach, so wie heuer? Das Ziel? Ja. Wir wollen schon ausbauen, wir schauen wie es weiter läuft, aber kommt halt immer auf die Standorte drauf an und wie es also angefangen wird. Also schon nach Standorten? Ja, genau. Also falls irgendwer das Video sich dann am Standort hat und dann einen rosa Automaten aufstellen will, dann ja, bei mir melden oder gleich bei der Christina. Wir schicken dann die Infos gern weiter. Warum eigentlich rosa? Naja, grün, beige oder braun wäre ein bisschen zu fad. Nein, wie gesagt, ich wollte nur was Likes machen. Es gibt echt schon einige Automaten, ja. Aber das sind halt immer so eine klassische Form. Und wir haben gesagt, wenn wir schon so ein neues Konzept aufziehen, dann wollen wir was ganz was Neues machen. Und dann da ist das Pinke entstanden, ja. Ja, also einen Wiedererkennungswert haben sie auf jeden Fall, ne? Ja. Das stimmt. Ja. Habt ihr dann auch wirklich komplett so fertig geplant dann auch so mit dem Rosa? Oder so? Es war schon so geplant, aber es ist dann... Gerade beim ersten war es so, wir haben einmal die Hitten gebaut und einmal geschaut und das war so dieses Erstprojekt, das haben wir vorher noch nie gemacht und dann stellst du mal ein und dann schaust du mal, wie schaut es überhaupt aus und dann, ja, ist es eigentlich alles so von Zeit zu Zeit gekommen. Und das ist auch, man findet auch immer irgendwelche kleinen Dinge, die man beim nächsten Automaten wieder besser machen kann. Egal, ob es jetzt die Verblechung ist oder ob es jetzt bei der Beklebung irgendwas ist, dass man irgendwo die Homepage noch anbringt oder so. Ja. Und dann, ja, man wird gescheiter pro Automat. Das stimmt. Und jetzt seid ihr auf der Formlante. Übrigens danke, gell, dass ihr das Vertrauen schenkt. Sowieso. Und ja, was erwartet ihr euch so grundsätzlich? Oder einfach mehr. Ich meine, die Leute können natürlich ihre Produkte anschauen oder was ihr so habt. Genau. Und also ich finde einfach, es ist eine super Plattform, dass man einfach sieht, wer was rundherum einfach gibt. Und auch wenn man da irgendwo unterwegs ist und einige, man kann ja schauen, was im Umkreis ist, dass man einfach dann natürlich auch unsere Automaten findet und herkommt und einfach, ja, dass wir auch gefunden werden. Ja. Okay, man, sie sind ja auffällig, aber Internet, ja. Kann man irgendwie auch so, weiß ich nicht, bin ich hinter die Kulissen schauen oder ist das... Sicher. Ja, als eigentlich haben wir uns für Doppelautomaten entschieden. Wir hätten einen einzelnen haben können, aber du bringst halt einfach nicht so viele Produkte rein. Ja. Und genau, so wird das. Man macht das auf, dann darfst du einmal im Kühlschrank. Und dann gibt es auf Seiten so Klappern, die man auszieht. Und dann befüllt man das. Da kann man... Gibt es so Schieber, den man einfach so... Und manche Produkte wie die zum Beispiel, das sind die große Gläser, der kippt mir schon so und dann darf das nächste Produkt da stehen bleiben. Das ist alles eine Einstellungssache, dass das wieder für ihre kommt, dass das wieder schön ausschaut. Also ich bin die Expertin, was ich sage. Es gibt da nämlich auch zwei Arten. Es gibt da die niedrigen Motoren, die da sind, und dann gibt es die hohen Motoren. Und die niedrigen, die sind da, wie man sieht. Genau, da ist einfach flach. Das heißt, das ist perfekt für flache Produkte, die halt einfach reinfallen. Und dann gibt es da diese hohen Motoren, wo man dazwischendurch einfach immer diese Hackerlein setzen kann. Und dadurch kann man fällt das einfach runter und dann fliegt das nächste dann direkt mit runter. Genau. Und bei Glas ist auch noch nie was passiert oder so, wenn das jetzt nicht vierer kippt so. Genau, wie, ne? Das ist dafür, dass eben die Flaschen noch vorfahrt und mit von unten reinfällt. So. Genau. Ja. Damit es halt nicht vorkippt. Dann auf den Schaumstoff. Diesen wunderschönen pinken Schaumstein. Also man sieht eigentlich, dass man so einen Automaten auch einen Haufen ja, so Kleinigkeiten dann eigentlich die muss ich machen, ne? Ja, das schon. Da muss ich das herspielen. Aber ich glaube, das sollte man auch von Anfang an machen, dass wir, wenn wir das machen, dann wirklich mit einem kompletten Konzept aufbereiten, was sind dann von seiner Art. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mal vorbeischaut. Ihr habt ja glaube ich auch einen YouTube-Channel, was ich gesehen habe. Ja.
Genau. Die werden wir euch verlinken. Gern. Kontrolle. Schaut, ob einer folgt, ne? Na, eher, ob man vergessen hat zum Zuwagen. Okay. Die Damen betreiben natürlich auch einen Social Media Kanal. Kennst du vorbeischauen? Anderlein Jerdling. Genau. Genau. Dann sage ich danke super. Für die Zeit. Danke fürs Vorbeikommen. Danke. Und wir werden uns die Käferbohnen dann genüsslich geben, heute oder morgen irgendwann. Mal schauen. Sehr schön. Dann ein schönes Wochenende. Ja, danke, Emso. Tschüss. Da sind sie fort, die Damen. Die Hofschneider Dirndln. Ja, finde ich eine coole Idee. Sie haben, wie gesagt, schon, sie haben es uns schon vorgemacht. Sie haben den Wiftsack-Preis gewonnen. Letztes Jahr. Und wir werden es ihnen heuer gleich tun. Sind wir gespannt, ob wir es schaffen. Aber ja, also ihr seht jetzt die ganzen Standorte auf der App. Ihr seht auch, was für Produkte das die Hofschneider Dirndln jetzt drinnen haben. Und ihr könnt es natürlich jederzeit 24/7 bei seinen abholen gehen. Und wir, würde ich sagen, schmeißen uns ins Auto und gehen ein bisschen was hackeln wieder, ne? Genau.